die Schwäbische Alb. Sanfte Hänge und märchenhafte Streuobstwiesen. Doch die Idylle bleibt nicht ungestört. Die Bauherren der Umgebung haben es abgesehen auf den Jurakalk. Dieser bildet das Fundament der Schwäbischen Alb. Jedes Jahr werden es einige Millionen Tonnen weniger. Große Trucks transportieren die Steine zu einem nahegelegenen Schotterwerk. Schotter ist ein wichtiger Rohstoff für die Betonherstellung. Und Beton wird im Lande der Häuslebauer in großen Mengen benötigt. Über 40 Steinbrüche sind es allein in der Schwäbischen Alb. Viele weitere im Ländle. Und Hunderte in den anderen deutschen Mittelgebirgen. Entlang der großen Flüsse wie Rhein, Donau, Main, Weser und Oder liefern zusätzlich Kiesgruben das begehrte Material für die Bauindustrie. Die Folge? Jeden Tag werden in Deutschland knapp 4 Hektar weggebaggert bzw. weggesprengt. Jahr für Jahr das Gebiet einer deutschen Kleinstadt mit über 10.000 Einwohnern. Ein enormer Ressourcenverbrauch. Hinzu kommt, dass vor allem in Ballungsräumen gebaut wird. Viele Kiesgruben und Steinbrüche liegen jedoch viele Kilometer davon entfernt. Lkw transportieren daher zig Millionen Tonnen an Gestein über Straßen zu Baustellen in die Städte. Diese Form der Rohstoffbeschaffung führt nicht nur zu einem hohen Landschafts-, sondern auch zu einem hohen Energieverbrauch. Dabei liegt der Rohstoff gar nicht so fern. Deutsche Städte sind voll davon. Viele Bauten sind hierzulande in der Zeit zwischen den 50er bis 80er Jahren entstanden und bestehen zu einem Großteil aus Beton. Sie müssen in den nächsten Jahren von Grund auf energetisch saniert werden. Auch der Zuschnitt ihrer Räume entspricht häufig nicht mehr dem aktuellen Bedarf. Die Folge? Viele Bauten sind stark renovierungsbedürftig und zum Teil sogar abrissreif. Wie zum Beispiel diese Fundamente einer ehemaligen Industriehalle im Süden Stuttgarts. Ein Hydromeißel zerkleinert Beton- und Mauerteile vor Ort. Ein Bagger schüttet sie anschließend in einen sogenannten Brecher. Der Brecher verarbeitet die Teile zu Recyclingmaterial mit einer Korngröße bis zu 60 mm. Eine anschließende Siebanlage trennt die kleinen Steine in Körnungen unterschiedlicher Größen. Der recycelte Beton kann als sogenanntes Frostschutzmaterial FSS 045 als Unterbaumaterial wiederverwendet und hier für einen entstehenden Parkplatz genutzt werden. Das Problem? Recycelter Beton aus dem Hochbau muss in Zukunft auch wieder im Hochbau eingesetzt werden. Nur so steigt der Anteil an recyceltem Material insgesamt. Und das ist wichtig, um die natürlichen Ressourcen noch stärker zu schonen. Auf dem Recyclinghof des Unternehmens FES Erdbau in Kirchheim-Teck wird dieses Prinzip beispielhaft umgesetzt. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern werden unterschiedlichste Beton- und Bauschuttmaterialien für eine Wiederverwendung aufbereitet. Die Steine kommen dabei aus einem Umkreis von 15 bis 20 Kilometern. Da das Material auf dem Platz sortenrein sortiert werden kann, gelangt in den Brecher nur reiner Abrissbeton. Ein Bandmagnet entfernt die Stahlarmierungen. Das Ergebnis ist eine saubere Fraktion mit einer Größe von 2 bis 16 mm.
Die Betonwerke in unmittelbarer Nähe ersetzen damit natürliche Rohstoffe wie Schotter aus Steinbrüchen oder Kies aus Kiesgruben. Darüber hinaus bereiten die schwäbischen Baustoffexperten auch Mauerwerk und sogar Dachziegel auf. Über ein spezielles Sieb in der Schaufel eines Radladers kann das Material von Putzresten, kleinen Holzteilen oder Folie getrennt werden. Die entstehende Fraktion gelangt dann über den Brecher ebenfalls in den Recyclingbeton. Aufgrund der sauberen Erfassung und perfekten Sortierung recycelt Fees 80-90% der Abbruchmaterialien. Das ist rund ein Drittel mehr als sonst üblich. Ein Abnehmer der recycelten Gesteinskörnung ist das Betonwerk der Winnender Frischbeton GmbH. Nur einige Kilometer vom Recyclinghof entfernt, verwendet es das sogenannte Rezyklat zur Herstellung von Frischbeton. Dabei nutzt es den Altbeton verschiedener Anbieter im Raum Stuttgart. Über ein Becherwerk werden die recycelten Steine nach oben in das Lager des Betonwerks gefördert. Dort befinden sich in weiteren Kammern auch andere Zuschlagsstoffe für den Beton, wie Natur- und Brechsande und eine Splittfraktion aus Muschelkalk. In einer Mischanlage werden diese Primärrohstoffe mit dem recycelten Sekundärrohstoff vermischt. Hinzu kommen Zement, Wasser und eine auf das Rezyklat abgestimmte Bauchemie. Laut den gültigen Richtlinien darf die Rezeptur bis zu 45% des aufbereiteten Altbetons enthalten. Das so entstehende Produkt, der Recyclingbeton, kurz RC-Beton, entspricht in seiner Qualität den gültigen Richtlinien und Regeln der Technik. Normale Betonmischfahrzeuge liefern ihn zur nächsten Baustelle. Da seine Viskosität normalem Beton entspricht, ist er genauso gut zu verarbeiten wie der herkömmliche Baustoff. Und auch ähnlich belastbar. Laut Richtlinie ist er lieferbar bis zur sogenannten Festigkeitsklasse C 3037. In geringeren Festigkeitsklassen ist er sogar für schwache Frost- und Säureangriffe zugelassen. Der Recyclingbeton wurde am Markt sehr gut akzeptiert. Die Kundschaft ist mit der gelieferten Qualität zufrieden. Er unterscheidet sich kaum von herkömmlichen Betonen. Und uns gelang es dadurch, 30% der Primärrohstoffe einzusparen. In einem Labor der Kriegergruppe in Neckar-Rems wird das neue Material weiter erforscht. Ziel der Ingenieure ist es, den bisher erlaubten Anteil von maximal 45% Rezyklat im Beton zu erhöhen. Dafür bereiten sie eine sogenannte Druckfestigkeitsprüfung vor. Ein Probewürfel, dessen Gesteinskörnung fast zu 100% aus Altbeton besteht, wird in eine Vorrichtung gespannt und anschließend langsam belastet. In der bisher zugelassenen Festigkeitsklasse muss der Probewürfel eine Kraft von weit über 700 kN aushalten. Das entspricht dem Gewicht von über 60 Mittelklassewagen. Der Test zeigt, RC-Beton mit einem 100%igen Rezyklatanteil hält der geforderten Belastung stand. Das heißt, er könnte doppelt so viel Altbeton beinhalten, wie bisher gesetzlich erlaubt. Darüber hinaus führen die Ingenieure weitere Tests in einer eigenen Kältetruhe mit Proben von RC-Beton durch. Diese Untersuchungen deuten darauf hin, dass der recycelte Baustoff für Frost- und Frost-Tausalzangriffe weitaus besser geeignet ist, als dies der Gesetzgeber bisher zulässt.
Das Land Rheinland-Pfalz hat ein Forschungsvorhaben angestoßen, womit man versucht, die bestehenden Regelungen zu ändern. Das heißt, es soll wesentlich mehr RC-Gesteinskörnung im Beton eingesetzt werden, zukünftig, als es bisher erlaubt ist. Und man möchte versuchen, möglichst alle mineralischen Stoffe, die im Hochbau anfallen, als Abfall so aufbereiten zu können, um sie wieder in den Hochbau zurückzubekommen und damit einen geschlossenen Materialkreislauf im Hochbau zu erreichen. Das erste Haus, in dem RC-Beton Verwendung fand, wurde in Rheinland-Pfalz errichtet. Das Bundesland hat zusammen mit Berlin und Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle beim Einsatz des umweltfreundlichen Baustoffes übernommen. Und so findet sich RC-Beton längst in einigen Bauten, wie in dieser Wohnhaussiedlung im schwäbischen Winnenden. Oder in den Fundamenten dieser Bogenbrücke im benachbarten Backnang. Beispiele auch aus der Schweiz zeigen, recycelte Baustoffe können problemlos auch im Hochbau eingesetzt werden. Darüber hinaus kann RC-Beton weitaus mehr, als ihm die gesetzlich vorgegebenen Richtlinien bislang zutrauen. Der Anteil der bisher nach einem Abriss verwendeten Baustoffe kann so deutlich erhöht werden. Das würde die Umwelt in mehrfacher Hinsicht entlasten. Abbruch, Aufbereitung, Betonherstellung und Nutzung der recycelten Baustoffe erfolgen in der Regel mit lokalen Anbietern. Aufgrund der geringeren Entfernungen ist daher für den Transport der Materialien weitaus weniger Schwerlastverkehr und somit weitaus weniger Energie nötig als bisher üblich. Und da mehr Bauschutt recycelt wird, benötigt man auch weniger Deponieraum. Da zusätzlich auch weniger Kies und Schotter abgebaut wird, kann eine weitere wichtige Ressource geschont werden. Unsere Landschaft.